Willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich habe gute Laune, ich freue mich, denn es ist was sehr Spannendes am Start. Unser i20N-Projekt gepaart, aber auch mit dem Polo-Thema. Ja, weil wir wollen nämlich einen Vergleich starten. Welches Auto macht was wie besser? Welche Optik ist besser? Welche Qualität ist besser? Was fährt besser? Was hört sich besser an? Was bremst besser? Innenraum besser? Lenken besser? Alles. Preis-Leistung besser? Navi besser? Also wir sind Journalisten. Ja. Für einen kurzen Zeitraum. Wir versuchen, das so professionell wie möglich zu machen. Was ihr seht, ist der Polo, ein ganzes Stück tiefer ist als unser i20N. Bedeutet, dass der Armando da nicht umsonst diesen Karton auf den Kopf trägt. Denn wir werden erstmal den i20N auf dasselbe Level bringen, wie der Polo ist. Der hat nämlich auch ein KW drin, eine V1, bekommt unser i20N jetzt auch. Und dann fangen wir an, dass wir mal so grob wirklich vergleichen werden, was macht welcher wie wo anders. Also erstmal hat der Kahn, das ist Kahn sein Polo, hat er natürlich schöne Fußfülle da in der Windschutzscheibe hängen. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil. Aber wir schauen uns ganz kurz einmal das Fahrwerk an, was reinkommt. Dann machen wir mal Karton schon mal auf und gucken da einmal eben rein. Weil ich will noch nicht anfangen mit den Optikvergleichen, weil Höhenunterschiede sind natürlich jetzt schon da. Obwohl ich finde, dass der i20N ähnlich tief aussieht wie der Polo, obwohl er noch Serie ist. So, wenn ich da gucke, so hier natürlich ist er tiefer, aber ich finde der i20 steht schon nicht schlecht. Ja, nur Radkasten natürlich. Da ist halt viel Luft noch. Da lassen wir die Luft jetzt raus. Sollen wir da so ein Punktesystem machen? Quasi, wer in welcher Kategorie einen Punkt macht und wer nicht? Dass wir quasi das bessere Auto so rauskriegen? Das können wir sehr, sehr gerne so machen. In seiner Klasse? Ich sehe gerade, wir haben ein V3-Fahrwerk für den. Ich gucke mal im Kahn an, ob das nicht auch eine V3 ist. Wir haben jetzt echt so angefangen zu vergleichen. Hallo Kahn, was für ein Fahrwerk ist in dem Polo GTI drin? Perfekt, danke sehr, tschüss. Ich wusste doch, dass wir das gleich gemacht haben. Also, eine V3 ist in dem Polo, eine V3 bekommt auch er. Weil wir wollen ja auch nachher wirklich die Rundenzeiten wirklich vergleichen. Mhm. Normale V3 haben wir schon wirklich ohne Ende drüber gesprochen. Ein einstellbares Fahrwerk in halt einer Top-Qualität, weil halt der Kunststoffring da ist, kein Alu-Ring da ist. Weil das wäre jetzt so eine Sache, die halt mir schon mittlerweile echt auf Nüsse geht, weil in letzter Zeit habe ich relativ viele alte Fahrwerke umgeschraubt mit Alu-Ring auf so einem Gehäuse. Und glaub mir, es ist einfach scheiße. Wenn dieser Ring, weil wir ja wirklich nur KW fahren. Und wenn du weißt einfach, ich kann Armando sagen, oder ich selbst, komm, ich mache mal einen Zentimeter runter. Und dann kannst du es einfach machen. Wenn du aber an so ein Fahrwerk rankst mit so einem Alu-Ring und du willst einfach runterschrauben und dieser Alu-Ring ist schon fest, das Fahrwerk ist erst 3 Jahre alt, ne? Dass du da ins Essen kotzen, du. Das ist wirklich so, ja, das ist so krass. Du denkst, ich will auch nur die Höhe von meinem vermeintlich verstellbaren Fahrwerk einstellen. Nein, das ist schon Schicht. Da hast du keinen Bock mehr. Das ist schon, wirklich, hast du schon keinen Bock mehr. Mhm. Also, das Ding kommt einmal rein und dann drehen wir ihn auf die zulässige Höhe und dann geht's los. Und das wird wirklich geil. Und dann machen wir das Punktesystem. Mhm. Sollen wir die Punkte verschieden gewichten, dass manche Sachen mehr Punkte kriegen oder wirklich immer nur einen Punkt? Weil manche Sachen haben natürlich nur Relevanz. Weil ich habe wirklich Bock drauf. Ja. Ich sage auch zum Beispiel schon mal eine Vorpreview. In meinem Kopf dachte ich, der i20N wäre von der Front geiler, aber ich glaube, ich finde den Polo von vorne sogar einen Tick geiler. Mhm. Ja, sage ich ganz ehrlich. Heck finde ich tatsächlich auch cool. Okay. Armando schüttelt gerade den Kopf. Was findest du besser? Hyundai? Ja, wir müssen das mal betrachten, wenn er tief ist. Genau, wir machen das gleich, wenn er tief ist. Ja. Also Fahrwerk rein und dann müssen wir noch eben gucken, was machen wir punktemäßig? Ja, ich denke, verschiedene Gewichtungen wären nicht schlecht. Da müssen wir uns vorher mal Gedanken machen jetzt ein bisschen. Ja, ne? Machen wir eben uns ein paar Gedanken. Bei Rundenzeit, ja, es ist eigentlich in der Realität komplett unwichtig. Würdest du für alles einen Punkt geben oder würdest du sagen, manche Sachen sind höher von der Punktebewertung her? Sound, Optik, Innenraum. Bei Sound, da werden wir uns umgucken gleich. Ist krass. Das ist peinlich. Also nicht peinlich, nein, das ist falsch. Ja, aber was du halt alles kaufst, was dabei ist, Digga, aber die Rundenzeit ist eigentlich unwichtig, ne? Vielleicht machen wir es einfach, machen wir einfach alles, einfach einen Punkt. Ja, aber dann kann der Wagen ja schon wieder, nur weil er dann, weißt du, als Beispiel jetzt, das machen wir jetzt nicht, aber der Außenspiegel ist besser ein Punkt, so, dann ist die schlechte Rundenzeit von dem einen schon wieder weg. Ja. Müssen wir den Gedanken machen. Wir machen das Fahrwerk rein bis gleich. Genau. So, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben ein Punktesystem uns ausgedacht, wir haben gerade abgechuckt vor Freude. Ja, wir haben gemacht, Powerpuff Girls! Also, 10 Rubriken. 5 Rubriken davon, 1 Punkt. Und die anderen 5 Rubriken, 2 Punkte. Schon mal cool. Hälfte, Hälfte. Dann gibt's die Rubrik Front, Seite, Heck, Innenraum, Infotainment, 0-100, Bremstest,
Lasi-Seezeit, Sound und Preis-Leistung. Wahrscheinlich haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Wir machen nicht sowas wie Kofferraum und so einen Scheiß. Also, Front 1 Punkt, Seite 1 Punkt, Heck 1 Punkt, 0-100 1 Punkt, Bremstest 1 Punkt, Innenraum 2 Punkte, Infotainment 2 Punkte, Lasi-Seezeit 2 Punkte, Sound 2 Punkte, Preis-Leistung 2 Punkte. Und wir sind damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir finden das gut. Das ist alles ein Video. Das ist eine Serviceleistung, wo ich jetzt sage, abonnieren. Glocke aktivieren. Ja, und liken. Und kommentieren. Und kommentieren. Alles, ne? Alles. Support ist kein Mord. Oh, ja. Support ist kein Mord. Ich muss das so flüssiger sagen. Liken, Glocke abonnieren, kommentieren. Glocke aktivieren. Achso. Liken, Glocke aktivieren, kommentieren, abonnieren. Nein. Abonnieren, Glocke aktivieren, so war das eigentlich, weil du kannst ja abonnieren und dann kannst du mal die Glocke aktivieren. Okay, abonnieren, Glocke aktivieren, liken, kommentieren. Ja. Bist ja jetzt schon fast ein YouTuber. Gleich. Uns gerade beim Montieren aufgefallen, die haben hier so eine Revisionsklappe in der Seitenwand drin, um den Motor zu lösen. Ich habe so noch nie gesehen. Ich habe auch nicht gesehen. So. Das drüben auch? Nee, ne? Da denkt jemand an die Monteure in der Werkstatt. Wird schlecht. Doch einfach mal eiskalt nur ein Endtopf, ne? Ja, das reicht auch. Nur so ein Rohr. Muss ja auch böllern, die Bude, ne? Oben den Cut sitzen, direkt am Turbolader. Und hier unten dann nochmal am OPF sitzen. Also Cut, OPF, Endtopf, das war's. Dann ist die Hinterachse verkleidet, aus aerodynamischen Gründen. Ja, das ist jetzt auch nicht so oft so zu sehen. Aber da merkst du halt schon, dass Rundenzeiten für die wichtig ist, ne? Dass ein Auto wirklich professionell wirklich fährt. Weil heutzutage gerade in der Klasse von Autos sehr viele Hersteller einfach nur das ein Sportmodell nennen. Felgen, 10 mm tiefer. Jetzt ist es das Sportmodell. Das kann ich auf jeden Fall, das werden auch viele bestätigen so, das ist bei Hyundai auf gar keinen Fall so, ne? Weil ein i30N oder sowas, oder genau wie ein i20N, die sind halt schon ernst, können aber trotzdem komfortabel. Und da sehe ich halt einfach den großen Vorteil gegenüber jedem. Der Einzige, der es nochmal einen Tick noch mehr übertreibt, ist momentan, muss man echt sagen, Toyota. Weil ein GR Yaris, der ist ja dann komplett über das Ziel hinausgeschossen. Ne, wenn man so sieht, das ist ja, das kann man ja hiermit auch nicht vergleichen. Der ist ja nochmal, aber das hier ist schon ganz, ganz wild. Abschaltparken ist auch nötig. Ich finde das Endtor ja auch schön. Da müssen wir gucken, weil es wird ja auch nachher sich ändern, auspuffmäßig. Ob man das entweder übernehmen kann oder ob das dann halt nicht mehr da ist. Aber ich finde das Endtor an sich geil. Könnte so ein RS3-Auspuff-Endtor sein. Bisschen kleiner. Solche Details eigentlich schon ganz geil. Ja, voll. Wenn du das anmachst, Nebelschlussleuchte. Ich habe auch immer nur auf den Moment gewartet von Nebel, dass ich das anmachen konnte bei mir. Jetzt nein. Komm mal an, okay. Aber guck mal, diese Art von Autos, ne? Die Menge an Kunststoff und wie so ein Auto gebaut ist. Und jetzt, wenn man jetzt mal aus Zufall mal rüber zu dem Super MK4, guck mal, was für Eisenschwein das früher waren, weißt du? Was für wilde Motoren und Autos das damals waren. Und das war ja nur eine Klasse größer als Coupé. Das war ja das größte Coupé, ne? Aber es war ein 3 Liter Coupé. Das ist ein Vieh. Das ist ein Vieh. Wirklich ein Vieh. So, gleich geht's los. Wir können ja schon ein paar Bewertungspunkte gleich machen hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hab da schon Spaß dran. Ja? Was glaubst du denn, wer gewinnen wird? Man muss dazu sagen, natürlich, der i20N ist nagelneu und der Polo ist von 2018. Danach kam halt nochmal ein Facelift, glaube ich. Also wie so ein Facelift zu sehen. Aber ich finde, man kann die schon vergleichen. Ja, aber das war im Facelift nochmal anders so? Das hat der nochmal neu bekommen? Wir gucken mal eben zusammen. Ja. Also, wir gehen jetzt mal ein. Polo GTI 2022. Der hat eine neue Frontschuhstange, der hat neue Frontscheinwerfer. Das Seitenteil ist sehr identisch, aber hier ist Scheinwerfer neu, Grill neu, Front neu. Und ich sag mal so, für den Vergleichstest, für mein Bauchgefühl, ist es besser, dass der da steht. Ja. Weil ich finde die neue Front jetzt nicht unbedingt viel schicker. Und er hat mehr PS, hat 207 PS jetzt. Wie hat der Polo? Der 200 hat der, glaube ich, und da sind 204. Okay. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. So, dann gucken wir uns nochmal hier die Seite an, bei Heck. Also Heck, ja. Ja. Nee, ist besser, dass wir den hier stehen haben. Ja, das ist richtig.
Oder sollen wir... Nein, ne, wir nehmen den wir hier haben. Sonst fangen wir an, rumzuhudeln. Ja. Weil ich sag dir ganz ehrlich, da sieht das besser aus, was hier steht. Ja, bleiben wir jetzt dabei. Ja, ne? Wie wir das jetzt geplant haben. Nee, aber ich glaube, dass der... Und ich werde wirklich, ich werde eiskalt beantworten. Ne? Also, wenn der i20N abkackt, kackt er ab. Es wird ein enges Rennen auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Wenn ihr es einbauen bewerten wollt, dann kriegen wir bei Ausruf fürs Einbauen. Ja, ne? Ich würde sagen, eine halbe Stunde brauchst du jetzt ungefähr. Die Einbauzeit ist bei dem Fahrwerk, bei Amando, ich meine, Amando ist jetzt auch wirklich eine Ausnahmeperson wieder in dem Fall, aber ich würde sagen, das Fahrwerk ist jetzt drin in komplett 40 Minuten mit Räder runternehmen und Räder drauf. In dem Polo GTI würde ich sagen, sind es eine Stunde 30. Weil das Fahrwerk ist jetzt drin, während wir hier rumwarten und stehen und reden eben. Das Fahrwerk drin, das ist ja auch nicht normal. Ich sag gerade, ja, wir machen eben Fahrwerk und sowas. Ja, ja, das ist normalerweise so ein... Drehen uns um, gucken wieder, Vorderachse drin, drehen uns nochmal um, Hinterachse drin. Das ist wie so ein Boxenstopp hier. Aber ich meine, der Grund, warum du das sagst, ist einfach, die Vorderachse ist auch aufgebaut wie eine Golf 1 GTI oder eine Golf 1 Vorderachse noch von damals. Ne? Darf man nicht... Darf ich unterschätzen. Ne, wie der Dämpfer dort festgehalten wird, das ist halt nicht ein Gesteckter, sondern mit diesen doppelten Verschraubungen, wo man halt auch den Sturz nochmal einstellen kann. Das ist halt eine Technik, die hatte Volkswagen Ende 70er. Muss nicht sein, dass es schlechter ist, das werden wir alles sehen, weil wenn das Auto nämlich besser performt und besser fährt, dann fährt es besser. Das ist mir auch scheißegal. Erstmal wollen wir mal gucken, wie er steht, wenn er tief ist. Dann vergleichen wir. Mit unserem Punktesystem. Mit dem Punktesystem. Ganz wichtig. Würde ich schnell sein. Oh, Mann, du kommst. Nein, da oben kannst du schon. Überkreuzigen. Oh. Oh, Amando, vorne sogar Handy, Alter. Jetzt wird's ernst. Jetzt geht's los. Also, wir fangen mit der Außenrubrik an. Und zwar Rubrik Front. Ich gucke mir die Front vom Polo an und da sage ich im ersten Moment, das ist gut für den Polo. Ach ja, noch was. Es ist alles meine Meinung. Nur, denkt die Uhr auch, es ist nur meine Meinung. Und zwar ist es sogar ein Vorteil für den Polo, weil ich glaube, die Facelift-Front, also nach meinem Empfinden, er hat die ein bisschen abgebaut. Das finde ich das geil. Wenn ich die beiden Fronten mir angucke, die Polo-Front, muss ich sagen, gefällt mir schon ganz gut, weil sie wirklich sehr breit aufbaut, von rechts nach links, ne? Und die Scheinwerfer wirklich cool rüberkommen und es sieht wirklich böse aus. Die Hyundai-Front sieht technisch gesehen böse aus, weil sie etwas aufgerissener ist, der Grill ist größer, mit der Frontlippe und der roten Strich so abgesetzt. Boah, schwer. Schwer, sehr schwer für mich. Wenn ich mir die Hyundai-Front im Detail angucke, finde ich viele Elemente deutlich besser als dort. Das Einzige, was bei der Hyundai-Front ein bisschen stört, ist der Scheinwerfer, der nach oben geht. Ich finde da den Scheinwerfer so linear ein bisschen geiler, als es nach oben gezogen ist. Aber die Frontstoßstange selbst ist beim Hyundai geiler. Boah, jetzt geht's schon los. Schwierig. Aber ich finde auch cool, dass die Motorhaube geht hier mir ein bisschen zu steil nach unten. Weißt ja, mal? Ja. Finde ich beim Polo. Aber das wird sich halt dann auch im CW-Wert bemerkbar machen, weil ich denke, der wird einen, glaube ich, einen besseren haben als der Polo. Aber das ist halt auch damals dieses Markendesign gewesen, ne? Diese wie beim Tiguan zum Beispiel, die haben alle diese krassen Fressen vorne. Ich gebe aber meinen Punkt für die Front ganz alleine. Ha, fuck my life. Ich habe gedacht, das macht Spaß. Schwierig. Also vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, der Polo. Umso länger ich die Linie von angucke, umso cooler wird sie. Aber ich hätte den Punkt an dem Polo. Hier. In der Front. Aber arschknapp. So, dann gehen wir mal eben zum Heck, weil für Seite müssen wir die mal verschieben. Also 1-0 für den Polo. Heckansicht. Ja, da bin ich direkt Polo. Safe. Und da hat der Polo auch Glück, weil das Facelift ist schlechter, aber deutlichst. Ich finde, dass das Heck Volkswagen ist gut. Es ist halt aufgeräumt. Mhm. Aber wenn du die Heckdiffusor, Heckdiffusor, Endrohr, Endrohr, Heckschuhstange, Heckschuhstange, Hyundai. Heckspoiler, Heckspoiler, Hyundai. Rückleuchte, wieder die Scheinwerfer. Es ist ja wieder dasselbe Ding. Der Hyundai ist das bessere Auto, nur leuchtentechnisch sehr asiatisch. Ja. Und da ist das europäische Auto mal so ein bisschen aufgeräumter. Aber ich sag hier Hyundai. Ja. Schon, weil du kannst den Polo eigentlich nicht gewinnen lassen, weil er einfach quasi sich so benimmt, ich mache am besten gar nichts. Ja, er gibt den sicheren Weg. Genau, ich mache am besten gar nichts und dann gewinne ich. Und für so ein junges Auto
Wenn ich jetzt auch so mit rangehe, dann würde ich fast der Front auch wieder... Nein, wir machen Heck, mache ich den Hyundai. Und Front den Polo. Haben wir noch eine dritte Person, was Heck angeht? Weil ich bin auf jeden Fall trotzdem noch für den Polo. Heck kann ich mich nicht anfreunden bei mir 20. Amando, komm mal bitte eben. Welches Heck findest du schöner, den Polo oder den Hyundai? Hyundai. Hab ich vorhin den schon gesagt. Gut, dann. Wie sieht der ein bisschen aus? 2 gegen 1, der Hyundai kommt. Ja. Dann schiebe ich jetzt den Hyundai einmal ein Stück zurück, dass wir die beiden Seiten nebeneinander sind. Bleib mal da hin. So. Das ist für mich einfacher, denn ich will mal eben lobend erwähnen, die haben gerade beide ausgewaschen, ne? Picobello. Also, Hyundai, Seite. Das ist der Hyundai. Das sind beides super geile, also wirklich, sind beides sehr, sehr schöne Autos, also nichts, und ich habe davon gar nichts, ne? Ich will es nur gesagt haben, weil extra den Hyundai ganz normal gekauft, ich kann sagen, was ich will, Hyundai ist scheiße, als Beispiel, ja, okay? Volkswagen ist scheiße, ich kann sagen, was ich will. Das ist cool, aber es ist auch sehr, sehr nüchtern cool. So, jetzt gucke ich mir die Seite an, das ist cool, aber für das, was es ist, ist es das viel bessere Auto. Weil ich will ja keinen, dann kann ich mir einen i20 holen. Oder ein Polo, aber das ist ein Polo GTI, das ist ein i20N, ganz klar der i20. Und vor allem auch der Heckspoiler von der Seite kommt nochmal ganz geil. Heckspoiler, ja. Seitenschwiller, alles. Alles, ja. Das ist für mich sehr klar angenommen. Okay, jetzt geht's weiter. Dann ist der Innenraum. Wir gehen erst in den Polo. Und zwar lasse ich alles aus. Es geht nicht um Infotainment, sondern es geht wirklich nur um den Innenraum. Hartplastik, Hartplastik. Hier die Auflage ist Stoff. Griff ist Plastik, auch ein relativ hartes Plastik. Armaturenbrett ist geschäumt, also etwas weicher. Schwarzer Dachhimmel, Lüftung hier, das Klimabedienteil mit so Drehknöpfen. Und wir haben hier ein DSG-Auto. Unser drüben ist ein Schaltfahrzeug. Hier ist Leder, hier ist Kunststoff. Die Sitze sind wirklich schön, muss ich sagen. Haben halt Heritage, sie haben halt einen Stoff, wo sie zurück drauf greifen können. Ne? Da, klassischer GTI-Stoff. Lenkrad sieht auch ganz cool aus. Macht einen soliden Eindruck auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist auch der, nach meiner Empfinden, der schönere Innenraum als der Golf 8 Innenraum zum Beispiel. Ne? Für mich. Okay, nochmal einprägen, die Türtafel. Der Griff hier ist so ein bedampfter Kunststoff, glaube ich. Das ist, glaube ich, kein Metall. Optisch finde ich den Griff auch hier ganz schön. In erwachsener Innenraum. Okay, dann gehen wir mal rüber. So, hier habe ich schon mal, was mir auffällt, ein Kunstleder statt ein Stoff. Hartplastik, Hartplastik. Aber hier ist kein Plastik. Mhm. Ne? Das ist schön bezogen. Genau. Lenkrad, krasser Vorteil. Also ist Hyundai deutlich stärker. Türtafel sehe ich momentan auch stärker. Bis auf den Griff. Den Griff finde ich im Polo deutlich schöner als den Griff hier. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt so sitze, das ist geil, das macht echt gerade Bock. Ich gehe so rüber, beide außen nebeneinander stehen. Und du warst ja vorhin so, ich weiß nicht, ich finde den Polo-Innenraum geiler. Mhm. Kann ich das jetzt gerade überhaupt nicht bestätigen. Gar nicht sogar. Weil es ist Design, drüben wieder das sterilere, ruhigere, was natürlich auch für die Marke Volkswagen so ein bisschen spricht. Aber so im Vergleich ist für mich das hier mehr Geld wert. Auch ein dunkler Dachhimmel, was für mich ein sehr wichtiges Element immer ist. Aber die Materialien... Auch Sitze sind geil. Richtig. Es hat halt nicht diesen klassischen Stoff, aber der Sitz selbst ist tighter. Der sieht, also ich finde, der sieht besser aus. Das ist eine Geschmacksfrage. Genau, das ist das Einzige, was ich nicht ganz so nice finde, aber Gesamteindruck finde ich doch, muss ich auch sagen. Ja, ne? Da sind jetzt auch Jahre zwischen... Komm, wir googeln mal eben den Facelift-Innenraum, ob der anders geworden ist. Ja. Also Polo GTI 2022 Innenraum. Ja, das gleiche Motorrad. Also nicht genau, aber... Er hat sogar ein bisschen Glück, weil das neue Lenkrad da auch drin ist. Und das ist auch nicht so viel geil. Nee, das ist ziemlich, ziemlich nah beieinander. Und weißt du, wo er das meiste Glück hat? Infotainment. Also wenn es ist wie im Golf 8. Sehr schwierig. Das wäre schwierig. Also, Klimabedienteil mit den Knöpfen so drunter. Kürze ich ab. Lenkrad, Armaturenbrett, Türtafel, Sitze. Hier auch Leder, da Kunststoff. Das ist für mich der bessere Innenraum. Das heißt, wir haben 1-1 gehabt vorher. Nee, Seite 2-1 schon. Dann haben wir jetzt 4-1 schon. Ne? Jetzt kommen wir zum Infotainment. Aha. Fangen hier an. Also. Oh, das ist nicht schlecht. Ich finde es cool gemacht. Ja, ist echt cool gemacht. Okay, Tacho. Unten sehen wir die Ganganzeige. Wir sehen hier die Geschwindigkeit. Dann haben wir nicht im digitalen Feld, haben wir hier Tank, Kühlwasser.
Genau, haben halt so ein 4 Außeninformationsfeld, ne? Also hier Abstart, Datum, Geschwindigkeit, Ganganzeige. Können dann hier verschiedene Tachoarten, je nach Modus. Genau. Haben wir, ich glaube nicht. Also eine Drehzahl gibt's ja nicht. Ah. Da. Ja. Also Navi kriegt man da rein, das ist cool. Und dann hat man rechts die Sachen. Wie sieht das aus, wenn man das wechselt? Fällt einfach weg. Navi ganz groß. Das ist auch geil. Und dann hat man so. Also man hat die Variante. Man kann Vollbild machen und außen. Hier, Media. Finde ich etwas angestaubt und etwas sehr plan. Oder andersrum, ich kenne es halt schon sehr lange so, ne? Ja. Das wird, glaube ich, im Facelift, glaube ich, optisch ein bisschen besser sein. Ich finde das eigentlich. Ganz cool, ne? App Timer ist da auch am Start. Schöne Grafik eigentlich, ne? Finde ich. Ach so. Ah, swipen. Bar. Nicht schlecht. Finde ich ganz geil. Ja. Hast du hier die Möglichkeiten, irgendwie einzelne Sachen wie beim Hyundai, Motor, Charakteristik, Fahrwerk irgendwie einzustellen? Also Mode? So ein Custom-Modus? Gibt's, glaube ich, das hier. Individual. Individual, ja, okay. So, und dann kann man hier anpassen. Ja, kannst Lenkung, Antrieb, ACC, Klimatisierung, Motorsound. Fahrwerk geht halt nicht mehr, ne? Geht bei beiden nicht mehr, weil beide einen V3 haben. Mhm. Okay. Dann stellen wir mal um, ja? Der ist schon mal größer. So. Das ist schon mal geil. Dass der immer so einen Nebel hat, wo das Navi im Hintergrund zu sehen ist, auch wenn das Navi nicht an ist. Siehst du das? Ja. Okay, also erstmal gehen wir hier drauf. Hier können wir Kühltemperatur, Motortemperatur, Navi. Dann können wir hier auf. Ja, das Brutal. Das ist was anderes, ne? Mhm. Guck mal, wenn du so durchgehst, so, ne? Und das kann man natürlich jetzt so unter dem Aspekt kindisch und so machen, aber ich finde für das Auto, es ist nicht kindisch. Für das Auto ist es richtig. Ne? Man muss halt das schon, finde ich, vernünftig vergleichen. Was ich schade finde, jetzt kann aber sein, dass ich das gerade nicht weiß, ich hätte gerne natürlich auch das Navi-Bild da drin. Und das war das, was der Polo ganz gut gemacht hat. Das war echt stark. Du hast hier nur Pfeile. Wenn du Navi anmachst, dann wird er dir nur so Pfeile zeigen in der Mitte. Ja? Mhm. Das ist nicht ganz so geil. Aber zum Beispiel, erstmal die Bildschirmgröße, Bildschirmauflösung, die Kacheldarstellung. Für meinen Geschmack deutlich angenehmer und cooler. Und wenn man das jetzt hat, kann man eigentlich schon aufhören zu diskutieren. Finde ich. Ne? Das ist meine Einschätzung. Weil ich kann jetzt hier, wie in einem Videospiel, kann ich mir jetzt alles hier zusammensetzen, wie ich da Bock drauf habe. Ne? Launch Control haben wir ja schon gesehen im anderen Video. Ich kann den Auspuffklang in 3 Stufen entscheiden. Ich kann Rev-Anmatchung, ich kann die Lenkung hier so einstellen. Motorleistung oder Motorcharakteristik. Also im Prinzip, du konntest die Sachen auch einstellen, aber nicht so umfangreich und schön, wie es hier ist. Ja, grafisch ist das auf jeden Fall hübscher. Komm, wir machen nochmal denselben Test von Radio. Mhm. Auf, boah. Ja, das ist auch cool. Das habe ich noch nicht gesehen. Und das Coole ist ja auch. Guck mal, wie geil ist das denn gemacht? Oder? Ja, ist stark. Und ich finde auch schön, dass sie noch sehr lange diese Updates auch für die älteren Autos mitbringen, weil ich hatte das früher nicht und jetzt habe ich das auch bei mir in diesem Radio so? Ja, genau. Boah, geil. Genau dasselbe. Ich denke mal, da werden mir alle zustimmen. Infotainment und dieses Unternehmen hat leider Infotainment-Probleme. Ganz klar. Das war alles Statische und jetzt geht's ans Fahren. Eine Rubrik wäre auch noch für mich spannend, weil bevor wir fahren, fände ich ganz geil, vielleicht machen wir das in Schnellverfahren einmal eben, das Gewicht. Weil beim Runterlassen, beim Fahrwerk montieren, war das so krass, wie leicht, also wie langsam die Bühne runterkam bei dem i20N. Gefühlt ging die ja gar nicht runter. Also ich glaube gefühlstechnisch, dass hier ganz große Unterschiede sein werden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der 150 Kilo leichter ist. Doppelkuppler ist natürlich echt eine schwere Sache, aber das machen wir jetzt nochmal eben. Das geht nicht in die Wertung rein, aber nur für uns eben. Alle 4 Wagen sind direkt da. Okay, wir fahren rauf. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen will, ist 62%, 38%.
Und wir haben ein Gesamtgewicht von sehr wenigen 1317 Kilo. Das ist nicht viel. 1317 Kilogramm. Okay, also merken uns 1317, 62% Vorderachse. 63,9 Schaltgetriebe, Doppelkupplung, aber er wiegt trotzdem 1245 Kilo. Hm, der hat 1317 gewogen. Mhm. Ich hätte gedacht, das wäre ein größerer Gewichtsunterschied. Hätte der Hyundai, oder der Volkswagen macht sehr gut, oder der Hyundai hätte es besser machen können. Das darf man nicht vergessen. Weil der Motor im Polo ist ein 2 Liter DSG, und DSG ist sehr schwer, gegen einen 1,6er Schalter. 72 Kilogramm ist er nur leichter. Beide sind vollgetankt bis unter das Dach, um den genauen Vergleich zu haben. Ich habe ja gerade was anderes getippt. Ich habe 150 Kilo ungefähr getippt, ist er leichter. Mhm. Ist er nicht. 73. Okay, das waren alle statischen Sachen. Jetzt geht's ans Fahren, auch auf die Lassisee, und dann gibt's Gummi. So, wir sind auf der wunderschönen Lassisee. Wir haben tolles Wetter mitgebracht, es ist trocken, wir haben unsere beiden Autos hier und wir haben jetzt unsere Außenaufgaben, die wir erfüllen müssen. So, jetzt haben wir die Punkte 0-100, wir haben den Bremstest, Lassisee-Zeit, Sound und Preis-Leistung. Ich würde sagen, Preis-Leistung machen wir zum Schluss, genau, um halt alles zu wissen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema Sound. Weil ich würde sagen, wir machen Sound so stehen. Wir fahren beide einmal mit, was man so für einen maximalen Sound rauskriegt. Genau. Nur eine Vorbeifahrt. Genau. Okay? Das ist echt aufwendiger Scheiß, den wir machen. Ja, also mal. Alles in einem Video. Alles in einem Video. Also, Polo, stehender Sound. Sport. Aber besser als ich dachte. Oder? Hört man ein bisschen, ja? Jetzt wird's unfair. Hier aufhören. So. Okay, komm. Aber jetzt machen wir die Fahrt. Mhm. Das ist wirklich das erste Mal Polo fahren jetzt seit langem. Okay, wir sind im Sportmodus. Also, wir sind im Sportmodus und holen uns jetzt mal Lüftung aus. Aber Sound ist schön, also es ist nicht jugendlich, es ist nicht wild, es ist nicht laut, auf gar keinen Fall, gar nicht, aber der Sound ist schön. Ja. Ist ein bisschen viel vorne so, dieses Kettensägen ein bisschen. Ja. Aber gut, ist normal. Und Maxi muss die Außenvorbeifahrt bewerten, okay? Alles klar. Maxi, du musst die Außenvorbeifahrt bewerten, okay? Ja. Das heißt, wir fahren jetzt hier vorbei, nacheinander. Ja. Und du gibst eine Note ab. Okay. Schulnote? Eine Schulnote. Eine Schule. Und wir fahren da so vorbei. Okay. Okay. Können ein bisschen giftiger sein. Ja, was sagst du für eine Note? 3 plus, bin ich ehrlich. Ja? Ja. Okay, dann wechseln wir eben. Ja. 3 plus. Fand ich aber ganz gut, die Bewertung. Stimme ich zu. Nicht.
Ja, kannst du gar nicht vergleichen. Du bist sofort in diesem Race-Feeling so drin. Ja, ist auch wirklich. Also, es ist leider wirklich so. Also. Auch der Klang, der von vorne selbst kommt, finde ich besser. Auch im Schaltvorgang. Ja. Ne? Obwohl das ein DSG ist, aber der Übergang, wenn du jetzt den Gang wechselst. Finde ich besser. Bin ich auf jeden Fall bei einer guten 2. Ja? Ja, schon. Okay. So, weil ich ihn unten raus deutlich schöner finde. Oben raus ist natürlich, also klingt der deutlich aggressiver. Ist schon der? Ja, von außen auf jeden Fall. Oh. Mit den Plöppeln und sowas, schon. Beim Schalten, ne? Ja. Mhm. Also beim Thema Sound, ich denke, das wird auch jeder zustimmen, beim Thema Sound ist es ist unfair. Ja. Brauchst gar nicht. Also wenn man jetzt von da aufsteigt, also der Sound ist gut im Polo, muss ich wirklich sagen. Der ist sogar sehr gut, finde ich. Sehr stilvoll. Stilvoll, und der macht das gut. Wenn du Gas gibst und schaltest, das hört sich mit dem DSG und so, ist geil. Aber das ist hier schon sehr, für so, wie die Preisklasse, für die Größe vom Auto, du erwartest nicht. Das erwartest du ja nicht. Was gibt's denn in der Klasse besser als Sound? Nix? Nee, das ist auch nicht. Und vorne auch? Nee, du meinst es vorne, ne? Im Innenraum jetzt zumindest. Also von draußen glaube ich nicht. Und es ist halt ungetuned, weil ich weiß, was hier soundmäßig geht. Ne? Also da wird noch. Ja, das wird wild. Das wird sehr, sehr wild. Okay, also ich würde sagen, wir sind uns alle mal einig, dass der Sound besser ist bei Hyundai. Ja. Okay? Nächster Punkt für Hyundai. Nächster Punkt für Hyundai. Okay, ich würde sagen, nächster Punkt ist der Bremstest. Mhm. Wir sind jetzt im Polo. Haben in diesem Auto, wie gesagt, ein DSG. Die sind schwerer. Bremsen sind beide bei wirklich nahezu 100%, weil der Polo hier hat eine nagelneue Klötze bekommen mit einer sehr guten Scheibe noch. Mhm. Und dann werden wir jetzt mal die Geschwindigkeit fahren. Volle Bremsung, ABS. Mhm. Und wir lassen jetzt hier stehen. Bremsen sind beide normal kalt. Die sind ja jetzt nicht, wir sind ja keine Runden gefahren, sondern beide sind normal kalt. Auf geht's. Das ist ein großer Unterschied. Boah. Aber ich muss auch sagen, dass es sich im Pedal deutlich besser angefühlt hat. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich das Auto verzögert. Das da auch, aber das ABS regelte da deutlich früher. Und du hast halt diese Grundverzögerung von der Bremsscheibe nicht gehabt, sondern hier war das sehr viel Elektrik. So ABS, ABS, ABS. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass erstmal die Stahlscheibe verzögert und dann nochmal. Das wirkt so unfair. Wir machen nochmal den Polo. Ne? Also du kannst ruhig draußen stehen bleiben, ich mach's einfach nochmal. Alles klar. Ja, weil wegen Gewicht ist unfair. Ja, das hat er noch mehr Vorteil. Also wir geben ihm noch mehr Vorteil. Ja, okay. Das sieht geil aus, ne? Mhm. Also mach nochmal. Alter, was ein Unterschied. Hier genau da, wo ich vorher stand. Noch weiter? Bisschen weiter sogar. Bei exakt die gleiche Geschwindigkeit. Krass. Also der Unterschied ist so groß, dass du nicht mal sagen könntest, dass das der Verschleiß wäre. Also das nein, auf keinen Fall. Und der Abrollumfang von den Reifen ist halt identisch. Der ist ein bisschen größer als original jetzt bei dem Polo, aber die Reifen sind gleich. Das wird aber das Bremsverhalten nicht dementsprechend beeinflussen. Dann haben wir beides neue Reifen, ne? Der nagelneue Contis drauf. Punkt. An Hyundai. Wieder mal. Für mich aber schon ein sehr nicht guter Punkt, muss ich wirklich sagen, weil das ist viel zu viel. Viel zu viel. Ich mach noch mal einmal den Hyundai. Vielleicht mach mal dieses AC Sport aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendeinen Einfluss hat, das besser. Das ist anders. Ja, das ist anders. Da. Genau da. Okay. Ich mach mal ein Eco. Fahr mal Eco. Ich mach Eco. Ja. Hast du das später jetzt gebremst? Ja. Jawohl. Ja, ich habe wirklich später gebremst, um wirklich genau drüber zu sein. Und voller Eco-Modus, hier ist alles normal jetzt. Tja. Dann ist es jetzt offiziell, ja. Auf jeden Fall. Dann Nächster Punkt. Nächster Punkt. Ich mag das nicht.
Okay, dann machen wir jetzt den Standardsprint. Mhm. Okay? Auf geht's. Wir machen es zweimal. Mhm. Einmal bergauf und einmal bergunter. Mhm. Ich sehe hier einen großen Vorteil. Beide Autos launchen so schnell, wie sie es können. Launchentor müsste so gehen. In die eine Richtung. Boah, hart durchdrehende Reifen. Hart durchdrehende Reifen, auf jeden Fall. Besser. Das schafft er nicht. Du merkst, wenn du Gas gibst in dem Polo, diesen großen Motor. Der Motor ist so ein Rennmotor, der dreht und aber hier ist halt einfach der Block oder der Hubraum von einem Golf GTI drin, ne? Ja, das kriegst du nicht mit Software irgendwie das raus. Das kriegst du nicht hin. Also mal gucken, was passiert. So, hier haben wir ja schon mal rumexperimentiert. Echt geil ist hier die Launch Control. Die ist echt geil. Aber die macht sehr viel Spaß, sagen wir mal so. Ne? Ich will jetzt hier nicht zu parteiisch sein. Launch Control. Für den zweiten Gang war das, ne? Ne. Ah, ich hab die Handbremse angeflogen. Ah. Ich hatte mir gerade so, warum geht der so langsam los? Ich dachte auch, irgendwas. Warum piept der so? Okay, das war jetzt mein Fehler. Wir sind mit angezogener Handbremse losgefahren. Ups. Muss jetzt ein bisschen warten. Hm. Ja komm, wir machen den einen erstmal ohne Launch. Scheiße. 7,81. Das ist noch ein bisschen. Und ich musste nochmal schalten. Ja. Ne? Also ich musste den 3 schalten, das ist nicht cool gemacht von Hyundai. Jetzt haben wir. Jetzt geht's ab, Leute. So. Leider auch am Drehzahlbegrenzer dran. Das heißt, wir machen, das war jetzt doof, aber 6,9 wäre ein Punkt für Polo. Aber nicht so weit auseinander, wie wir dachten. Aber einen Versuch will ich noch, weil ich doof geschaltet habe. Das ist halt der Vorteil bei DSG. Ich schalte jetzt ein bisschen früher. War 6,6, ne? 6,6, sehr knapp. Ja, okay, aber trotzdem, der Polo hat das gewonnen. Aber man muss auch sagen, man merkt es extrem. Der Polo hat einen kräftigeren Motor. Er hat nicht so einen drehfreudigen, aber ist auch etwas schwerer, ne? Ist etwas langhubiger, glaube ich. Und halt auch dieser 2-Liter-Motor halt. Aber der Polo hat mehr Kraft. Ja. Also hat er wirklich. Also wir haben noch 2 Disziplinen dann übrig. Ne? Das heißt, Polo gewinnt den Standardsprint. Und jetzt haben wir noch die Lassisé-Zeit und dann die Preis-Leistung zum Schluss. Und Preis-Leistung, würde ich sagen, machen wir auch im Büro. Gucken uns mal genau an, weil wenn ich jetzt hier sehe, was für Lenkradheizung, Startstopp wird der auch haben. Aber diese ganzen verschiedenen Rückfahrkameras, diese ganzen Sachen, Sitzheizung, das kostet alles Aufpreis in dem Auto da drüben. Hier ist alles so drin. Und hier ist alles halt so drin. Ne? Und das wird... Ich glaube, ich weiß, was passieren wird, ne? Aber wir schauen mal. Also, der Polo hat den Punkt für den Standardsprint und jetzt gehen wir auf die Lassisé-Zeit. Und das wird sehr interessant, ja, weil er ist sehr kraftvoll. Und er lenkt auch, muss ich sagen, gut ein. Er lenkt auch sehr, sehr gut ein. Und dann wird sich entscheiden, was ist wirklich schneller. Was tippst du? Wer gewinnt? Ich denke, der Hyundai wird schneller sein, weil er einfach noch ein Tick zackiger ist und Volkswagen dieses sehr kompromissgeladene Auto baut und dieser Einlenkmoment, den du hier ja wirklich sehr stark brauchst mit dem Rausbeschleunigen, den, mein Gefühl sagt das einfach, macht der besser und halt auf der Bremse. Ne? Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ja. Deswegen, wir schauen mal. Was starten wir? Wir starten mit dem Polo. Okay.
mal deutlich schneller und ich kann mir sogar vorstellen unter einer Minute. Schwach. Das Differential ist nicht gebaut, um wirklich Power Down zu kriegen. Eindeutig, oder? Sieht man von außen, ne? Ja. Was sieht man? Dass er deutlich agiler und irgendwie dafür gemacht ist, so der Hyundai. Ja, so fühlt sich das an. Also ich bin 1 Minute 06 gefahren mit dem Polo. Mhm. 1 Minute 06. Ich bin 58,7 mit dem Hyundai gefahren. Ja. In your face. War zu erwarten. Er ist schneller, er ist kraftvoller, das merkst du, aber die Sperre will nicht rausbeschleunigen. Ja. Die Sperre, das Frontdifferential, will die Kraft nicht verteilen. Das Auto sagt dir quasi beim Rausbeschleunigen, was willst du denn von mir, Alter? Also wirklich. Er wehrt sich so richtig. Der Lenkwinkel ist da, du gibst Gas und dann sagt der Motor, oh ja, ich könnte, aber die Räder vorne machen. Wenn du hier rausbeschleunigst, schau mal an. Oder wenn du aus dem Gas gehst im richtigen Moment, ist dir das Ding gebracht, dann fährt der Wagen quer. Wenn du so viel Last drin hast, ne? Das Auto kann Sachen, damit Volkswagen das schafft, müssen die einfach ein anderes Auto bauen. Mhm. Ne? Also
Aber ist doch auch viel Software-Sache, oder? Weil das rein. Nein. Mechanische Tuning ist das hier. Guck mal. Wenn ich hier so guckst, guck mal, wenn er jetzt hier so durchfährt, ne? Wir machen mal eben Bilder rein. Die Jungs haben im Handy aufgenommen, wie ich rumgespielt habe. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wie das Auto quer um die Kurve fahren kann. Genau, da sieht man, dass das Auto auf der Hinterachse, das zieht die Hinterachse hinterher, aber die Hinterachse ist relativ leicht. Das heißt, du kannst da spielen und Sachen machen. Also das ist einfach mit vielen modernen, behäbigen Autos gar nicht drin. Da sagt er dir, ja, ich weiß, was du willst, aber nee. Ich mache jetzt zum Beispiel so. Ne? Ich mache jetzt mal so, stell dir mal an. Noch Fragen? Nee. Ohne Handbremse. Nochmal, pass auf. Über die Fahrdynamik. Keine Handbremse. Kannst du das Auto quasi quer in die Kurve schmeißen. Liegt das daran, dass der so stiff überall ist? Oder? Nee, die Vorderachsgeometrie lässt diesen Lenkwinkel noch zu. Guck mal, pass auf hier. Ne? Das empfehle ich jetzt natürlich nicht jedem, das zu machen. Ne? Also wenn ihr so ein Lenk machst bei der Geschwindigkeit, kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Ich denke auch, als Beifahrer spürst du, okay, shit's real, Mann. Ja. Und was ich natürlich auch merke, ist, wie viel Spaß du hast. Ja, das ist mein inneres Grinsen ist hier beim Einsteigen schnell gekommen. Einfach nur aus Spaß an der Freude, weißt du? So, mach's jetzt so. Und er macht das ganze Abuse mit, ne? 103 Öl, 93 Wasser. Juckt ihn jetzt auch nicht so doll. Und Bremsen macht auch gut mit, qualmt nicht so schnell. Also nach der Der Polo war leider. Der Polo war am Grüße an Kahn. Die Polobremse war gerade Rauchzeichen von Sie. Wir sind zurück in der Firma und der Peter und ich haben gerade auf der Rückfahrt relativ viel Zeit gehabt und haben mal ein bisschen was recherchiert für den letzten Punkt, für die Preis-Leistung zwischen dem Polo und dem i20. Und ich muss ganz klar sagen, mir ist das Ganze sogar sehr unangenehm. Wir machen das nach unserem besten Gewissen und wirklich so neutral, wie es geht. Und ich liebe Volkswagen. Ich sag's, wie es ist. Also ich finde die Marke ganz toll. Ich finde Hyundai auch toll, ja? Aber ein Volkswagen ist für mich auch einfach immer, das ist viel Heritage, da ist viel dran. Aber jetzt wird's kacke. Mhm. Ich sag's euch wirklich, wie es ist. Wir haben es aufgeschrieben. Also, ein Polo GTI Basispreis. Wenn das einer, wenn wir das besser verfolgen können. Das sind 33.455 Euro. Ein i20N Performance Basispreis sind 29.140 Euro. Okay? Da haben wir schon mal eine ganz amtliche Differenz. Eine vergleichbare Ausstattung, ne? Der Polo muss ausgestattet werden, damit er auf das Level kommt. Das ist der große Punkt, das wissen viele von euch, ne? Dass die Basispreise bei den asiatischen Autos halt leider sehr nah dran sind. Das heißt, der Polo kommt auf 37.645 Euro. Was man aber zugutehalten muss, es ist allgemein nicht so super teuer, wie teuer so Golfs werden können. Muss man sagen. Auf jeden Fall. So, 37.645 Euro kostet der Polo. Mit 2 Jahren Garantie. Aua. Der i20L mit einer vergleichbaren Ausstattung springt von 29.140 auf 29.840 und ist voll. Und hat eine Garantie von 5 Jahren. Das ist eine Preisdifferenz mit Ausstattung von 7.805 Euro. Für diese 7.805 Euro, habe ich gerade bei Mobile geguckt, kriegt ihr 3 VW Polo GTIs mit 1.8T. Das heißt, du kaufst einen i20N und kriegst nochmal 3 Polo GTIs, 1.8T, und der war geil, der 1.8T Polo, obendrauf. 150.000 ist zwar gelaufen, aber überleg mal trotzdem. Genau, überleg mal. Du kannst ja auch für 7.500 das ganze Geld für einen Polo GTI ausgeben. Das geht auch. Was schon deutlich besser ist, ja. Richtig. Das ist wirklich nicht gut. Somit geht der letzte Punkt Preis-Leistung auch an den Hyundai. Somit geht unsere Wertung aus mit 13:2 für den i20N. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir haben versucht, den Polo so gut es geht. Ich habe wirklich Mühe gegeben. Leute,
Ich bin, habe versucht, alles rauszufahren. Ich habe mir mehr Mühe gegeben im Polo als im Hyundai. Sage ich euch, wie es ist. Ja. Beim Bremsen habe ich mir mehr Mühe gegeben, bei der Rundenzeit auch. Es ist, wie es ist. Wir haben eigentlich ganz viel Spaß dran an diesem Vergleichstest. Mir schwebt auch ein weiterer vor. Das wäre, ich mache immer die harten Vergleichstests, ne, wo man eigentlich weiß, was passieren wird. Und zwar fände ich geil M3 gegen C63. Beides die neuen Autos. Weil das ist, glaube ich, ganz interessant, weil sie waren mal die großen Rivalen. Ob das noch immer so ist? Ob das immer noch so ist, möchte ich halt wissen. Ne? Sind sie immer noch die großen Rivalen? So, also. Ganz klarer Sieger. Ich hätte zum Beispiel, wie gesagt, Heck immer noch gesagt, Polo besser. Selbst wenn. Das Heck nicht so vom 20 an, aber selbst wenn, ganz ehrlich. Genau. Alle anderen Punkte. Und wir hatten halt keinen Polo GTI von 2022. Und würdest du wirklich immer noch den Sieg fürs Heck geben beim Facelift Polo? Beim Heck, ja. Immer noch mit diesen komischen... Mein Geschmack trifft es gar nicht. Okay, gut. Von G20. Okay. Aber also, wie gesagt, das holt außen, ja komplett raus. Genau, Außendesign ist ja auch wirklich... deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist eine reine Geschmacksfrage. Ich glaube, das Video ist auch etwas länger geworden. Das darf ruhig länger sein, ne, in diesem Fall, weil wir so viel Aufwand betrieben haben, so viele Sachen aufgenommen haben. Ja, also, wie gesagt, der i20N hat dort gewonnen. Eine Sache fehlt aber noch, und zwar die Zeit. Wir sind nach 58,72 gefahren. Da es unser Auto ist, kommt es auch hier drauf. Und nach 58,72... Zwei, leck mich am Arsch, ein 996 GT2. Aber der 996 GT2, glaube ich, da war was. Ja? Da war nass. Aber es ist schneller als 993 Turbo. Muss mal reinziehen. Genau. Aber es war, wie gesagt, sein Terrain auf jeden Fall. Der ist es klein, auch. Wendig. Ist es auch. Und super. Und hat auch Spaß. Ja. So, jetzt ist hier Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Feierabend, ganz schönen Tag, ganz schönen Morgen, egal was ihr gerade tut. Aber ich liebe, wir machen das sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.